Okay, die Kameraqualität ist echt scheiße. Aber egal, dafür wackel ich einfach mehr, dann wird es noch beschissener. Ja. Lang ist's her, dass ich, ja, Videos gemacht habe. Geht eigentlich, zwischendurch kam immer wieder eins, aber es ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr her. Aber noch länger ist her diese klassische Position, die Liegeposition, von der ich jetzt weiß, dass die entweder oder gleichzeitig mit posttraumatischer Belastungsstörung zu tun hat oder und Autismus. Und das ist jetzt auch so ein Thema, oder dimmt sich der Bildschirm der andere, aber das ist, glaube ich, egal fürs Video. Ist einfach nur so eine kleine Lichtquelle jetzt spontan. Und da dimmt er sich komplett aus, aber ich habe noch das. Nee, das habe ich auch nicht mehr jetzt. Das sinkt leider. Okay, muss ich ab und zu dahin langen. Genau, das ist jetzt einer der Themen, auf die ich muss ein bisschen leiser reden, merke ich gerade. Ist halt nachts. Also auf jeden Fall einer der Themen, die bei mir in den letzten 2 Jahren so aktiv sind, ist Autismus. Unter anderem. Jetzt lenke ich mich gerade selber, indem ich nicht in die Kamera gucke, sondern auf dem Bildschirm, wo ich mich selber sehe, weil mir eingefallen ist, dass das halt auch typisch Autismus ist, dass man halt also keinen Augenkontakt machen ist eigentlich das gleiche wie Kamerakontakt. Teilweise kann ich das jetzt, wenn ich das so mechanisch sehe, dass ich einfach mechanisch irgendwie hingucke, wie ich das jetzt mache in die Kamera, aber es ist halt auch ganz typisch. Also es das heißt halt nicht, dass man es nicht kann, sondern dass man dazu neigt, es nicht zu tun. Und wenn man mal Leuten in die Augen guckt, also den Allistics, also den Nicht-Autisten, dann macht man es halt richtig tief und krass, so auf Seelenebene schon. Und das finden die Normalos wieder komisch und unangenehm. Und deswegen gucke ich halt meistens nicht in die Augen von Leuten, weil die anderen das eigentlich unangenehm finden und interpretieren das dann aber so, als würde ich das nicht machen oder machen können. So eine interessante Geschichte. Genau, also ich habe jetzt erst vor 2 Jahren oder so gemerkt, dass ich halt so der typisch so ein krasseste Autist ever bin, zusätzlich zu ADHS und sich das teilweise auch so ein bisschen für die Leute, die mich so gesehen haben, aufgehoben hat, weil das eine so, was, man ist ja so mechanisch als Autist und so bewegungslos oft und als ADHSler bist du oft ja, sehr impulsiv und vielleicht auch laut und so weiter. Und bei mir wechselt es halt ständig und das ist halt alles sehr komplex und für Normalos ist das halt alles viel zu viel. Die sehen ja nur Sachen an der Oberfläche und ordnen dann ein und verstehen halt überhaupt nichts, was überhaupt wirklich Wahrheit ist und was wahr ist. Ja, so die Erfahrung habe ich gemacht. Jetzt habe ich halt endlich auch mal eine Erklärung dafür. Das sind einfach Allistics. Also entweder neurotypische Personen oder zumindest Nicht-Autisten. Aber wäre jetzt auch komplexer zu erklären. Also das soll jetzt auch zu keinen Missverständnissen führen, dass ich ja irgendwie was wertend mache. Das ist halt auch häufig so, dass man missverstanden wird und dass da Sachen rein interpretiert werden, als hätte man das wertend gemeint oder ja, sonst wie emotional. Dabei ist das eigentlich nur so eine Feststellung oder in manchen Fällen noch nicht mal so eine Feststellung, sondern halt eine Vermutung oder eine Beobachtung, die man einfach jetzt äußert, aber noch nicht wirklich überprüft hat oder auch nicht überprüfen kann, hat, wenn man die Mittel dazu nicht hat. Ja, aber halt vielleicht trotzdem eine interessante Information. Genau, das ist ein Thema. Und ich dachte halt bis vor wenigen Jahren, vielleicht 2, 3 Jahren, also da herrschte halt einfach diese vorgefertigte Mainstream-Meinung vor, was ein Autist ist und auch die Medienberichte und so weiter. Und die haben sich ja eigentlich meistens auf den Punkt fokussiert, ja, die sind sehr gut in Mathe und sind nur logisch im Denken.
totaler Bullshit. Das wäre jetzt ein 100-Stunden-Video, das alles zu erklären, aber Autisten sind schon extrem emotional, haben aber natürlich sehr stark die Fähigkeit, also ich würde es nicht als logisches Denken bezeichnen, auch nicht als Verstandnutzen bezeichnen, aber es ist schon so eine Art, man hat den Drang, Dinge richtig zu machen irgendwie und tief anzuschauen und allumfassend und ja, einfach kein Bullshit zu machen. Ja, es ist halt auch irgendwie falsch jetzt. Man kann das schwer erklären, finde ich, weil diese Begrifflichkeiten alle nicht ausreichen, was jetzt auch wiederum typisch autistisch ist, dass ich sowas sage, weil die Sprache ja von Neurotypischen entwickelt wurde und die reicht einfach nicht aus, um die Gefühle, die ein Autist hat, und die Weltsicht und sicher Dinge, die ein Autist hat, wirklich so wiederzugeben, dass ein Neurotypischer das versteht. Also wenn jetzt hier ein Autist guckt, was ich hier erzähle, oder halt hört, was ich erzähle, dann wird er jetzt schon wissen, was ich eigentlich meine und versuche zu sagen. Ein Neurotypischer wird es nie verstehen können, weil auch die, also nie verstehen können ist auch Quatsch, aber die Sprache reicht einfach oft nicht aus, oder ich müsste jetzt sehr lange drüber nachdenken, um da geeignete Formulierung zu finden. Auf jeden Fall konnte ich mich nie damit identifizieren, mit diesen Medienberichten, dass ein Autist halt irgendwie logisch denkt und Mathe verliebt ist. Also ich war in Mathe immer scheiße und das stimmt gleichzeitig aber nicht. Ich war gleichzeitig extrem gut. Und bei Nicole ist das zum Beispiel auch so. Es kam immer nur darauf an, ob wir einen Sinn jetzt darin gesehen haben, in dieser speziellen Mathematik oder diesem Bereich, einen bestimmten Bereich der Mathematik, dass wir Sinn drin gesehen haben und dass wir das ja sinnvoll fanden für uns, aber auch, also es ist halt so ein Gefühl, wo man dann einfach intuitiv weiß, ja, das ist irgendwie nicht nur cool, sondern brauchbar und es passt irgendwie in unseren Plan. Ich kann das jetzt gar nicht genau äußern. Aber ich mag zum Beispiel sehr stark sowas wie, ja, ich mag schon sowas wie logarithmische Verläufe zum Beispiel, aber auch, das war zu lange her, exponentielles Wachstum zum Beispiel, solche einfachen Sachen, wenn es jetzt um Mathematik speziell geht. Und da war ich dann halt immer extrem gut in sowas, aber die meisten Sachen, die fand ich halt irgendwie zu abstrakt, zu losgelöst von der Realität, was natürlich trotzdem dann vielleicht irgendwie wichtig ist für irgendeinen Architekten oder sonst welche Leute, aber das war ja nie mein Lebensplan oder Lebensziel und dann habe ich das natürlich auch nicht irgendwie gemacht und dann war ich da auch schlecht, aber ich hatte schon die Fähigkeit, oder als mich in der Schule in der 10. Klasse als Relativitätstheorie interessiert hatte. Das hat mich natürlich schon im Vorschulalter interessiert, also mit 5 oder so. Aber als ich dann da eine Arbeit zu verfasst habe, war das auch klar, dass ich da halt die Bestnote kriege, weil mich das einfach extrem interessiert hat. Und ansonsten hatte ich dann immer trotzdem 5 oder so in den meisten Fächern, weil ich einfach keinen Sinn drin gesehen habe auf die Art und Weise, wie es vermittelt wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Logik und Mathe, genau, und die Autisten, die gibt es natürlich, die dann sehr gut Mathe können und vielleicht auch fast nur diese logischen Themen in Anführungszeichen können oder vorwiegend machen oder lieben und sehr logisch sind und auch nicht so irgendwie so Bewegung machen, hier wie ich jetzt oder so abgehackt reden und so, sondern wirklich ganz langsam und ohne. Ich habe auch ADS zusätzlich. Und das ist halt so das Ding. Es gibt halt einfach extrem viele Subtypen, genauso viele Subtypen, wie es bei nicht-autistischen Menschen gibt. Da gibt es ja auch alles. Es gibt ja nicht den Normalo. Es gibt vielleicht gewisse Eigenschaften, die sich überschneiden oder gewisse Grundprinzipien, die greifen, wie auch bei Autisten, aber
Jeder Autist ist anders, genau wie jeder Normalo halt anders ist. Und es gibt aber schon bei beiden Gruppen halt gewisse Untergruppen. Also ich sehe bei Autisten halt zum Beispiel den typischen Nerd-Typus. Also nicht dieser moderne Hipster-Nerd, sag ich jetzt mal, sondern mit Karohemd, 100 Kilo Übergewicht oder extrem dünn. Das ist sehr oberflächlich beschrieben, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und dann gibt es aber auch die Typen, die extrem bunt sind, bunte Haare, Tattoos oder auch Nicht-Tattoos, und extrem kreativ sind. Also für mich heißt Autismus sogar eher Kreativität als Logik, wobei, ja, das ist eher der Typus, den ich mich zuordnen würde. Und dann gibt es natürlich auch Mischformen und man kann einfach nichts abgrenzen im ganzen Leben, nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das einfach nur der Grund, warum ich zwar schon immer wahrgenommen habe, dass ich komplett anders bin. Ich dachte halt, ich sei ein Alien oder sowas, aber halt nie wusste, dass es halt Autismus ist. Ja. Und noch nie konnte ich mich mit sowas krass identifizieren als mit diesem Thema. Und also noch viel krasser als damals ADHS. Was ich schon bei mir jetzt schon länger weiß, seit 10 Jahren mit dem ADHS. Ja, ein anderes Thema ist das hier, womit ich mich in den letzten Jahren sehr beschäftige. Das sind, um es für Normalos zu sagen, Laptops, aber eigentlich ist Laptop nicht mein Thema, sondern der spezielle Hersteller, das ist aber auch noch nicht wahr, sondern die spezielle Reihe, Baureihe von diesem Hersteller von Laptops. Und Baureihe ist eigentlich auch nicht exakt genug, weil Baureihe ist viel zu kleinteilig. Modellreihe, genau. Das sind Lenovo ThinkPads, ja. Und wo sich auch mein Job hin entwickelt hat, ist in dem Bereich. Da fokussiere ich sehr drauf. Und das dritte Ding ist seit kurzem wieder Kraftsport. Ich habe aber keine richtige Ausrüstung. Ja, aber läuft mit dem Kraftsport. Läuft trotzdem sehr gut. Da mache ich auf Instagram, mache ich da ab und zu, lade ich da was hoch. Ich glaube, das ist gleichnamig mit meinem YouTube-Namen bei Instagram. Und ansonsten ein anderes Thema. Wir haben ja unser Grundstück in Finnland, aber da waren wir jetzt schon leider ziemlich lange nicht mehr. Zwischenzeitlich waren wir da mal 4, 5 Tage oder so. Und das vermisse ich schon sehr. Wenn es in Finnland in einer Wohnung seid, weiß ich nicht, seit 8 Monaten oder so. Und wir wollen jetzt aber nach Irland ziehen, uns dann Häuschen mieten und in circa 2, 3 Jahren dann auch dort ein Cottage kaufen. Ja. Und da dann, ja, 10, 20, 30 Jahre dann bleiben. Ach, könnte ich auch so viel zu erzählen. Wir wollen das aber in Finnland behalten, das Grundstück. Und ja, und kürzlich werden wir auch heiraten. Dann machen wir morgen einen Termin. Ja, hat auch gewisse Vorteile, sagen wir mal so. Genau, also nur, also ohne irgendwelche Leute, einfach, also komplett ohne irgendwelche Leute. Trauzeugen werden dann bestellt, einfach von der Behörde. Genau, in Finnland heiraten wir dann einfach. Dafür brauchen wir so ein Ewigkeitszeugnis, das haben wir geschickt bekommen und das kam aus Deutschland dann genau an dem Tag hier bei uns im Briefkasten an, wo unser 6-jähriger, wie nennt man das, Jahrestag war, also genau derselbe Tag nach 6 Jahren, wo wir halt zusammen gekommen sind. Das war auch schon witzig. Irgendwie geht
die ganze Zeit meinen Finger über den Videoaufnahme beenden Button, deswegen werde ich ihn jetzt auch mal betätigen. Ja, und werde zum Abschied keine Facial Expression machen, keine Mundwinkel nach oben oder sonst was. So.